Heute Abend findet in der Bettelalm in Wien die Style Up Your Life Promi Trachtenshow statt. Betonung liegt auf Trachten. Mal sehen, ob ich mich in diesem Outfit reinschmuggeln kann. Eine zünftige Modenschau kann ich mir nicht entgehen lassen. Also geht's für mich gleich ab in die Maske und zum Friseur. Geht's mit die Sprudler. Adi, was sagst du zu meinem Outfit? Ich muss ganz ehrlich sagen, du bist reinkommen, ich habe mal für sie so entzückend. Aber es passt halt nicht. Es passt halt insofern nicht, wir haben jetzt eine Promi-Trachtenshow. Das heißt, du musst einen in ein sexy Dirndl und dann auf den Laufsteg raus. Sorry, also, du musst leider hackeln. Wo er recht hat, hat er recht. 1, 2, 3. Erzähl mal, ihr habt ja die ganzen Looks für die Modenschau kreiert. Was haben wir an heute Abend? Also wir zeigen heuer die angesagtesten Sommertrends 2012. Kurze Dirndl, bettige Dirndl. Und im Gegensatz dazu gibt es dann mit Straß besetzte Festtagsdirndl. Ziemlich was Exquisites und von Top-Marken. Sagen, ich habe noch nie so ein Strumpfband am Fuß gehabt. Was ist das genau? Das Strumpfband nennt sich Loverly und die Bedeutung davon ist eigentlich das Pendant zur Schürzenschleife. Also links die heißt noch zu haben und rechts heißt vergeben. Sollte man eher traditionell bleiben oder kann man ruhig mal was wagen? Ich habe gehört, heute werden sogar Glitzer-Dirndl am Laufsteg sein. Cool, nicht cool? Na, natürlich cool, ja. Und man soll was wagen. Und das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt. Ich liebe Dirndl, ja, weil da ist alles so viel. Und wenn ich mir das so anschaue, freue ich mich eigentlich total, dass ich so gut bestückt bin. Ja, und ich habe mich gefreut, dass ich endlich mal die Hosen anhatte. Endlich mal. Wie gefallen dir die Frauen in den Lederhosen? Also wenn ich meine Frau anschaue, super. Aber ich meine, wenn ich jetzt so vor dir stehe, muss ich sagen, also gefallen mir die Dirndl auch ganz gut, gell? Traditionell ist auch fein, oder? Traditionell ist super. Also ich liebe Dirndl, die Sissi tragt es nicht gern, aber hier und da kann ich es überreden, weil sie hat ja doch einen Klassenbusen und den muss man ja herzeigen. Das Dirndl ist für mich irgendwie so wie Kostümfest und Lederhose, das bin ich. Ja. Sie hat die Hosen an. Grundsätzlich glaube ich, dass jede Frau im Dirndl sexy ausschaut, weil das Dekolleté einfach jeder Frau steht. Und ein Dirndl wirklich alle anderen Sachen kaschieren kann. So ist bei einer Lederhose dasselbe in Grün. Es kann jemand, der etwas kräftiger, ein kräftiger Mann, in der Lederhose geil ausschauen, weil das einfach knackig ausschaut. Und jemand, der sehr dünn ist und nicht so viel zu bieten hat, füllt quasi die Lederhose den Rest noch auf. Männer sehen wirklich knackig in der Lederhose aus, aber du, wirklich, du legst noch eins drauf, das ist ja unglaublich. Ich glaube, in Tracht sehen Männer und Frauen gut aus. Frauen mit dem Dirndl sowieso, weil der Busen hochgepusht wird. Jede Frau hat eine Taille im Dirndl, das finde ich wunderschön. Du brauchst es nicht, aber eigentlich sieht jede Frau schön aus und Männer aber genauso, finde ich. Also Lederhosen sind zünftig, sind gemütlich, das kommt einfach wieder und der Trend ist ja eindeutig dahin. Ihr habt es gehört, ob Dirndl oder Lederhose, in der Tracht macht man immer eine gute Figur.